Con-Reporter Cosplay Speed Date. Neben mir steht ein Schaf. Habe ich mich... Kein Schaf. Ich bin kein Schaf. Du bist kein Schaf. Wer bist du denn? Ich bin ein Fingertier. Ein Fingertier? Ein Fingertier. Kann auch Lemur sagen. Immer ohne Spaß. Okay. Ja, genau. Ich habe auf der J-Con so ein paar Cosplayer gefunden. Die hatten ganz viele Schwänze, aber einer von denen bist du nicht, gell? Nein, du bist eine Cosplayerin ohne Schwanz heute. Ihr wollt nicht wissen, warum das Gespräch kommt. Wir erzählen es euch auch nicht. Ist ja nicht so, als ob ich die Dame zum ersten Mal sehe. Egal, hast du einen bestimmten Charakter, den du cosplayst, oder bist du einfach nur eine Tierart? Nein. Aus The Legend of Korra, Nachfolger von Avatar. Okay. Da gibt es diese Geister und so einer bin ich. Man nennt ihn auch Ei-Ei. Okay. Fehlt natürlich der Body. Ich hab nur den Kopf. Ach so, du wärst also normalerweise komplett eingefällt. Ein Furry. Ah, Furry, genau. Ich habe auch schon mal auf einer anderen Convention einen Furry getroffen. Scheint irgendwie in der Gegend ein bisschen verbreitet zu sein. Nein, ja. Und wieder ein Mädchen. Ach ja, stimmt, du bist ein weiblicher Lemur. Das sind aber zwei Augen, gell? Ja, okay, gut. Ja, gut. Also sind es eigentlich keine. Egal. Wunderschön. Ja, wie ist die Sakon so heute? Ja, sehr schön. Gut. Machst du mit beim Wettbewerb? Ja. Ah, super. Welche Nummer? 9. 9? Okay. Dann bin ich mal gespannt, weil ich werde noch die Preisverleihung bzw. also die Vorführung filmen. Und dann sind wir gespannt, ob die Nummer 9 ohne Schwänze und mit schönen Tatsis die Lemura einen Preis abräumen wird. Ich hoffe auch. Von Reporter Cosplay Speed Date zurück in den Sender. Mehr Infos, Termine, Interviews, Follow Me Arounds zu Conventions aus dem fantastischen und nerdigen Bereich Cosplay, Retrocomputing und Gaming findest du auf Facebook und YouTube unter dem Begriff Con Reporter.